Hallo Freunde des Geländebaus und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Mittelerde-Geländebau-Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit ein paar grundlegenden Techniken hier so ein Haus, in dem Fall Beorns Haus, bauen könnt. Was ich grundsätzlich gemacht habe, wie immer alles aus Styrodur gebaut und was für Materialien ich vielleicht auch noch ergänzt habe und hier einfach noch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, beziehungsweise dann natürlich auch das Grasdach und eben auch das ganze Laub dann letztlich mit angebracht und noch das ein oder andere Gebüsch unten am Stock. Ja, ich will euch die ganzen Techniken zeigen und wünsche euch viel Spaß bei dem Tutorial. Ich habe off-Kamera einfach schon mal angefangen, die beiden Grundblöcke oder die Grundklötze zu schneiden für die entsprechenden Stockwerke, also sowohl für das untere Stockwerk. Der hat jetzt etwa knapp über 30 cm, einfach weil mein Styrodurblock gerade noch so groß war und es gerade passt, und 15 cm in der Breite. Das finde ich ganz passend für ein Beorns Haus, das ja schon eine gewisse Größe haben muss. Und dann habe ich noch einen zweiten Quader geschnitten. Und der hat jetzt einen Zentimeter in der Breite mehr, das heißt, er hat 16 cm und steht hier auf beiden Seiten ein bisschen raus. Und er hat auch einen Zentimeter in der Länge mehr als das untere Stockwerk, einfach damit das Dach dann später ein bisschen größer ist als das Erdgeschoss. Ja, was ist der nächste Plan? Ich werde mir Markierungen machen, die entsprechend an den gleichen Punkten sitzen, das heißt, an denen ich dann später ein kleines bisschen was von der kantigen Struktur wegnehmen will. Auf einer Seite will ich einen kompletten Halbkreis generieren und auf der anderen Seite will ich eigentlich nur ein bisschen die Ecken abrunden, sodass es hier einfach nicht ganz so kantig aussieht und Beorns Haus ja nicht so arg wie ein Klotz wirkt. Das mache ich dann logischerweise auf beiden, also in beiden Stockwerken, damit auch einfach letztlich ja, das Dach logischerweise angepasst ist. Dann werde ich beim Dach noch an beiden Seiten eine Schräge reinschneiden, sodass das Dach erstmal formiert ist und dann beide übereinander kleben und dann mit ein paar ja, Aussparungen, Erhöhungen am Dach beginnen, beziehungsweise auch am Haus. Einiges davon kennt ihr vielleicht schon in der Art und Weise, auch wie ich dann die Hausfassade dekorieren werde aus dem Auenland-Video, beziehungsweise auch aus dem Seestadt-Video. Das wird so eine Mischung aus allem. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall, wenn es nochmal wieder was zu erklären gibt oder was genauer auszuführen. Viel Spaß erstmal. Thank you.
Mal als kleiner Zwischenstand, so sieht jetzt bisher das Erdgeschoss soweit aus. Das Dach habt ihr eben gerade noch gesehen, habe ich jetzt mal festgeklebt und erstmal fixiert. Ich habe hier vorne für den Eingang das erste Mal so ein bisschen selbst Holztüren mit auch Verzierungen und mit Scharnieren und sowas alles gebaut. Hier unten ist diese kleine Steinmauer und damit das Ganze auch relativ gleichmäßig ist, habe ich hier noch so eine Art Platzhalter reingemacht. Den kann ich später einfach rausnehmen, sobald das Ganze dann auch mit dem Dach fixiert ist. Das ist dann auch noch was, das fehlt noch, das werdet ihr in den nächsten Zeitraffern dann auch noch sehen. Dann sind hier außen immer wieder ein paar Holzbalken, die einfach auf die Steinstruktur ein bisschen aufbrechen sollen, damit da ein bisschen Abwechslung mit rein ist. Hier außen kommt der Kamin. Dafür ist es immer sinnvoll, wenn ihr die Stücke auch zum Teil einfach aufhebt, also wenn ihr jetzt oder nicht sofort wegschmeißt, wenn ihr hier jetzt dann die Rundung letztlich geschnitten habt, habt ihr das passende Stück noch mit dazu und das einfach nicht wegschmeißen. Genauso hier oben werde ich auch gleich nochmal das Stück brauchen, das ich hier bei dem Zylinder, bei dem Kegel letztlich gebraucht habe, damit ich auch hier den Kamin dann perfekt am Dach anpassen kann. Deshalb wegschmeißen ist immer ganz, ganz doof. Ja, hier fehlt dann letztlich auch noch das Dach, das dafür gebaut wird. Genauso hier seht ihr einfach noch wieder ein paar Fenster und hier auch nochmal das Dach. Genau, das sind die nächsten Schritte. Ich werde die drei Dächer bauen oder die drei kleinen Dächer und den Kamin im zweiten Stockwerk gewissermaßen. Und dann hat Beons Haus noch ganz viele solcher kleinen zusätzlichen, ja, wie soll man sagen, Verzierungen im Dach. Die kommen dann irgendwann noch. Ja, und dann kann es ganze Geländestück auch schon bald demnächst in Richtung der Bemalung gehen. Aber gut, die nächsten Schritte werdet ihr im Zeitraffer sehen und vielleicht melde ich mich dann sogar erst wieder, wenn das ganze Haus fertig gebaut ist.
Ihr seht hier jetzt das fertige Haus von Beorn, grundsätzlich hier vorne mit dem Eingangsbereich. Ihr habt ja eigentlich alles an Schritte grundsätzlich gesehen. Ich habe hier jetzt auf den Kamin noch so eine kleine Abdeckung draufgesetzt, habe überall an die ganzen Steine noch ein paar Grasbüschel geklebt, noch das ein oder andere kleine Gebüsch, das einfach auch noch mal ein bisschen mehr Abwechslung mit reinbringt. Und wie ihr auch gesehen habt, habe ich oben auf das Dach noch sehr viel Laub mit angebracht, einfach weil das Ganze ein bisschen im herbstlichen Design sein soll. Und dann habe ich hier noch von 3D-gedruckten Dateien so ein bisschen Bienen und ein Bienennest und entsprechend hier drüben auch noch ein bisschen eine Holzhackstation. Und ja, das ist jetzt soweit das fertige Haus. Ich glaube, ich habe euch alles auf den Zeitraffern gezeigt, was ich gemacht habe. Hier vielleicht als kleine Ergänzung, weil das hat man wahrscheinlich nicht so gut gesehen in den Zeitraffern, habe ich aus dem 3D-Drucker kleine Bärenköpfe noch ausgedruckt, die hier jetzt letztlich einfach als Holzschnitzerei dann noch mit angebracht werden und einfach ein kleines Detail noch bieten. Ansonsten ist das Haus jetzt soweit fertig. Ihr werdet jetzt dann gleich zum Abschluss das Haus noch auf der fertigen Platte sehen.